Elektrisches Licht und Strom, Film- und Tonaufnahmen. Diese Erfindungen sind Vorläufer so ungewöhnlicher Apparate wie der Vervielfältigungsmaschine oder des Tätowiergerätes. Seine Ideen bestimmen unsere Welt. Edisons Erfindungen. Jetzt in moderne Wunder. Mai 1996. Eine Filmcrew scheut weder Aufwand noch Risiko, um eine IMAX-Filmkamera auf den Gipfel des Mount Everest zu bringen. Die Expedition ist extrem gefährlich. Zwei vorauskletternde Bergsteigergruppen haben in einem Schneesturm bereits Mitglieder verloren. Es war meine Idee, das zu machen. Wir finanzieren die meisten unserer Filme selber. Und meine Dummheit oder Brillanz bringen uns in solche Schlamassel. Die Kamera wiegt 20 Kilogramm. Jede Filmrolle, die gerade mal 90 Sekunden aufnehmen kann, bedeutet eine weitere Last von 2 Kilo. In diese Höhe kann man nicht mit einem Hubschrauber gelangen. Das Höchste, was ein Hubschrauber schafft, sind 5.500 Meter. Der Berg hat 8.800 Meter. Man kommt mit dem Helikopter nicht annähernd heran. Wir mussten unser Material also hochtragen. Wir engagierten 5 kräftige Sherpas, die besten Sherpas von Nepal, die uns die 5 verschiedenen Teile der Kamera nach oben brachten. Wir waren 10 Leute auf dem Gipfel und nahmen 2 Rollen Film auf. Es war überwältigend. Auf dem höchsten Punkt der Erde mit einer IMAX-Kamera. Ein Höhepunkt in der Filmgeschichte. Den Weg dafür haben die Filmpioniere und Erfinder früherer Zeiten bereitet. Ein Name ist dabei ganz besonders hervorzuheben. Thomas Alva Edison. Ich glaube, wir schulden Thomas Edison den größten Respekt. Ich persönlich muss sagen, er hat erfunden, was ich am meisten liebe, Ton und Bild. Edisons Vermächtnis ist in unserer Welt allgegenwärtig, nicht nur durch Filme, sondern in Form zahlreicher Annehmlichkeiten, die in unserem modernen Alltag selbstverständlich sind. Egal, welche Erfindung zu machen war, egal, welche Hindernisse sich ihm in den Weg stellten, Thomas Edison meisterte die Herausforderung. Mit 1093 patentierten Erfindungen hält Thomas Edison bis heute einen Weltrekord. Er ist der erfolgreichste Erfinder aller Zeiten. Seine technischen Bravourstücke sind fester Bestandteil unseres Lebens. Noch immer ist faszinierend, wie es ihm gelang, mit einfacher Ausrüstung und aus gewöhnlichen Materialien das fast Unvorstellbare zu schaffen. This is a test recording for Modern Marvels. This is a test recording for Modern Marvels. Die moderne Welt, wie wir sie kennen, mit elektrischem Licht, Film- und Tonaufnahmen, war Lichtjahre entfernt von der Welt, in die Thomas Edison hineingeboren wurde. Von seinen Erfindungen, die die Geschäftigkeit des 20. Jahrhunderts ermöglichten, konnte man im Februar 1847 nicht einmal träumen. Thomas Edison wurde Mitte des 19. Jahrhunderts geboren, im Jahr 1847. Damals waren die USA noch eine Agrargesellschaft. Der Westen war noch Niemandsland. Eisenbahnen begannen gerade durch das Land zu fahren. In der Zeit des großen Goldrausches in einer kleinen Stadt in Michigan, in Port Huron, führt ein wissbegieriger Junge sein erstes Experiment durch. Seine bescheidenen Anfänge wurden von den Biografen gerne etwas übertrieben, so wie von Edison übrigens auch. Er sorgte dafür, dass sein Leben dramatischer klang, als es tatsächlich war. Es wurde viel Aufhebens darum gemacht, dass er von der Schule geworfen wurde, weil er einfach unverbesserlich war. In Wirklichkeit hatte er die für jeden Jungen der damaligen Zeit übliche 8-jährige Volksschulausbildung. Ein weiterer Mythos entstand um Thomas Edisons Schwerhörigkeit.
Er soll sein Gehör eingebüßt haben, als er für die Eisenbahn arbeitete. Dazu gibt es unterschiedliche Geschichten. Einer zufolge hat er eine chemische Explosion und ein Feuer im Zug ausgelöst und der Schaffner gab ihm danach eins auf die Ohren. Doch sehr viel wahrscheinlicher ist, dass eine Kinderkrankheit wie Scharlach der Auslöser für die Schwerhörigkeit auf beiden Ohren war. Unstrittig ist jedoch, dass Thomas Edison bereits in jungen Jahren von Neuerungen fasziniert war. Damals war der Telegraph das, was heute der Computer ist. Für Kinder faszinierend. Edison zog zwischen seinem Elternhaus und dem Haus eines Freundes eine Telegraphenleitung. Sie experimentierten damit und schickten sich Nachrichten. Die Telegraphie war die Grundlage für Edisons erste Erfindungen. Der Telegraph revolutionierte die Kommunikation in Amerika. Erfunden und vermarktet wurde das Gerät von Samuel Morse. Das Gerät funktionierte mit einer Taste, die, wie ein einfacher Schalter, einen Stromkreis unterbrach. Durch ein Kabel fließt Elektrizität zu einem Empfänger. Dort setzt der Stromfluss einen Summer in Gang. Mit einem System aus kurzen und langen Anschlägen, dem Morsecode, werden Nachrichten verschickt. Edison beherrschte das System meisterhaft und machte aus dem Hobby einen Beruf. Dieser führte ihn aus dem Elternhaus fort, auf die Suche nach seinem Platz in der Welt. Er war jahrelang Wandertelegraphist. Im 19. Jahrhundert war es weit verbreitet, dass Arbeiter von Ort zu Ort zogen. Nicht, weil sie unterdrückt wurden oder keine Arbeit mehr hatten, sondern um Erfahrungen zu sammeln. Während er 1868 als Telegraphist in Boston arbeitete, tüftelte Edison an seinem ersten Patent. Es war ein Gerät, das ähnlich wie ein Telegraph funktionierte. Es sollte zur Stimmenauszählung im Kongress dienen. Die Kongressabgeordneten konnten ihr Ja oder Nein ausstanzen und es wurde automatisch als Zustimmung oder Ablehnung registriert. Der Kongress kaufte jedoch keine Wahlmaschinen, denn es stand dem entgegen, was die meisten Abgeordneten wollten, Abstimmungen durch Endlosreden zu verzögern. Der Stimmenzähler war die letzte Erfindung, die Edison machte, ohne vorher den Markt zu sondieren. Denn neben seinem Erfindergeist verfügte Edison zugleich über einen ausgeprägten Geschäftssinn. Wenn es sich nicht verkaufen lässt, verschwenden wir keine Zeit darauf. Es müssen Erfindungen sein, die sich in barer Münze auszahlen. Seinen ersten großen Erfolg als Erfinder hatte Edison im Jahr 1871. Er konstruierte einen verbesserten Börsentelegrafen, der die Kurse ausdruckte und die Unternehmen über das Marktgeschehen auf dem Laufenden hielt. Das ist ein funktionierender Nachbau eines Börsentickers von 1871. Edison leistete damit den grundlegenden Beitrag für den Ausdruck von Telegraphenberichten. Der Einklang sorgt dafür, dass alle Instrumente synchron arbeiten. Und er hat einen verbesserten Druckmechanismus, der zwischen zwei Typenrädern wechselt. Eines für Buchstaben, eines für Zahlen. Diese Typenräder werden durch elektrische Impulse gesteuert, indem ein Stromkreislauf geschlossen wird, wie beim Telegraphen. In diesem Fall wird die Nachricht über eine Tastatur erstellt. Jede gedrückte Taste sendet eine bestimmte Anzahl von Impulsen, die das Rad zu dem ihnen entsprechenden Buchstaben dreht. Eine andere Taste löst den Druckmechanismus aus, der das Rad gegen das abrollende Druckerpapier drückt. Dieses Gerät, das den Börsenmaklern landesweit Zugang zu den Börsenkursen verschaffte, soll Edison für $40.000 verkauft haben. And with that money. Mit dem Geld konnte er sich zurückziehen und Vollzeiterfinder werden. Seine Mittel, so sagte er, reichten aus, um herumzuexperimentieren und zu gucken, was dabei herauskäme. Verheiratet war der 29-jährige Thomas Edison damals mit der gerade einmal 16 Jahre alten Mary Stilwell. Diese erste Ehe vernachlässigte er sehr. Er war mit einer weit jüngeren Frau verheiratet, die noch sehr unreif war und überhaupt nicht wusste, worauf sie sich einließ. Doch er wusste es auch nicht. Als sie heirateten, war er nur ein örtlicher Hersteller telegraphischer Geräte. Sie war keine Ehe mit dem berühmtesten Erfinder der Welt eingegangen. Diesen Ruf sollte sich Edison in der Abgeschiedenheit von New Jersey erwerben. Edison engagierte die kreativsten Köpfe und ließ sie in diesem Gebäudekomplex, dem sagenumwobenen Menlo Park, Ideen entwickeln. In vielerlei Hinsicht ist dieser Raum der Geburtsort der modernen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Edison richtete ein Labor ein, in dem jeder sehen konnte, was der andere tat, und alle sich über ihre Ideen austauschten.
Edison hatte das erste Forschungs- und Entwicklungslabor der Welt gegründet. Eine Ideenschmiede, der Edison die Vorgabe machte, eine kleine Erfindung alle 10 Tage, eine große Erfindung alle 6 Monate. Eine der ersten kleineren Erfindungen war der 1875 patentierte elektrische Matrizenstift. Durch einen kleinen Motor wurde eine Nadel in eine schnelle Auf- und Abbewegung gebracht. Dieser Stift perforierte nach einer Vorlage ein Blatt Papier. In die kleinen Löcher wurde dann Druckerfarbe gerollt und diese Matrize zum Herstellen von Kopien benutzt. Dieser elektrische Stift inspirierte andere Erfinder, nach dem gleichen Prinzip 2 weitere Geräte zu bauen. Das erste war der Mimeograph. Bis zur Einführung des Fotokopierers war er weltweit die gebräuchlichste Maschine zur Vervielfältigung. Das andere ist die elektrische Tätowiernadel. Auch dieses Gerät ist auf die Erfindung von Thomas Alva Edison zurückzuführen. Edison selbst tüftelte weiter an der Verbesserung der Telegraphen. Elemente des elektrischen Stiftes verwendete er in einem Gerät, das Nachrichten weiter übertragen konnte. Dabei wurde ein Stift durch elektrische Impulse in rotierendes Wachspapier gedrückt. Diese Anordnung von Punkten und Strichen konnte zurückgespult und als Nachricht wieder versandt werden. Diese Wachspapiermatrizen wiederum brachten Edison auf den Gedanken, dass es möglich sein müsste, die menschliche Stimme aufzunehmen. Er ist davon so überzeugt, dass er notiert: Zukünftig werde ich Stimmen aufnehmen und jederzeit abspielen können. Als ihm das gelang, dachten manche an einen üblen Scherz. Doch die meisten ergriff ehrfürchtiges Staunen angesichts dieses ersten riesigen Schrittes in Richtung des 20. Jahrhunderts. Das Mad Dog Tonstudio im kalifornischen Burbank. Produzent Dusty Wakeman macht ein paar letzte Mikrofonchecks, bevor er mit dem Country-Sänger Brian Cole einige neue Lieder einspielt. Wenn Thomas Edison noch leben würde, wäre er wohl auf dem neuesten Stand der digitalen Revolution. Der neueste Stand der Technik bedeutet, dass viele analoge Tonspuren digital auf einer Festplatte aufgenommen werden können. Wir haben 11 Mikrofone allein für das Schlagzeug, je 2 für Bass und Klavier, 1 für die akustische Gitarre und 1 für den Gesang. Das heutige moderne Aufnahmeverfahren geht auf den Genius von Thomas Edison zurück. 1876-77 führte Edison einen äußerst produktiven, wenngleich auch unkonventionellen Arbeitsablauf ein. Er war sein Leben lang ein Workaholic. Er konzentrierte sich auf die Arbeit im Labor und vernachlässigte die Familie. Häufig arbeitete er Tag und Nacht. Er ließ die Angestellten, wenn er Störungen befürchtete, tagsüber zu Hause bleiben und dafür die Nacht durcharbeiten. Im Juli 1867 begann Edison, Experimente durchzuführen, bei denen er die Telegraphentechnik mit Teilen des von seinem Konkurrenten Alexander Graham Bell entwickelten Telefons kombinierte. Er verwendete Wachspapier sowie weitere Elemente der Telegrafie. Außerdem nahm er einen Telefonhörer mit der Membran, in die er eine kleine Nadel führte. Er sprach hinein und die Membran bewegte sich auf und ab und drückte so die Nadel in das Wachspapier. Ihm wird bewusst, dass er seine Stimme aufzeichnet. Das Ergebnis 6-monatiger Forschung ist dieses Gerät. Damit hat alles begonnen. Dies ist ein Nachbau von Thomas Edisons allererstem Phonographen. Man nennt ihn den Stagnol-Phonographen, weil das Aufnahmemedium eine Mischung aus Blech und Blei ist, sehr weiches Material. Es sieht wie Aluminiumfolie aus, ist aber sehr viel dicker. Geräusche lassen die Membran vibrieren, dadurch zeichnet die Nadel oder der Stift ein Muster in die Folie. Lässt man die Walze wieder unter der Nadel entlanglaufen, bewegt sich diese nach dem Muster in der Folie und lässt die Membran genau wie in der Originalaufnahme vibrieren. Der erste Phonograph wurde im Labor von Menlo Park aufgestellt. Dort hatten sich Edisons Arbeiter und Kollegen versammelt. Er wettete um alle im Raum befindlichen Zigarren, dass diese Maschine die menschliche Stimme wiedergeben würde.
Als es soweit war, umhüllte er die Walze mit Staniol. Er stellte den Abspielmechanismus ein, drehte an der Kurbel und die Maschine sagte: Und dann brach die Hölle los. Sie klopften ihm auf die Schulter und begannen zu jubeln. Er sammelte seine Zigarren ein. Am nächsten Tag brachte er den Apparat in die Redaktion von Scientific America in New York. Edison drehte die Kurbel und man hörte: Er stellte sich der Welt und der Redaktion selber vor. Die Leute drängten in das Büro und kamen aus dem Staunen nicht heraus. Und innerhalb von etwa 3 Monaten war Edison weltberühmt. Mit dieser Erfindung hatte er einfach großes Erstaunen ausgelöst. Die Beachtung durch die Medien machte Edison berühmt. Man nannte ihn den Zauberer von Menlo Park. Edison wurde nach Washington gebeten, um das Gerät Präsident Rutherford B. Hayes vorzuführen. Dies ist ein Original. Es ist einige Monate, nachdem Edison die Maschine erfunden hat, gebaut worden. Sein nächster Schritt war zu überlegen, wie er damit Geld verdienen konnte. Seine ursprüngliche Idee bestand darin, den Phonographen als Kuriosität auszustellen. Dieses größere Ausstellungsmodell war als Lizenzprodukt für die Vorführung auf Kirmessen in Schulen und Kirchen gedacht. Wenn man nahe genug herangeht, kann man die Vibration meiner Stimme sehen. Das Gerät bescherte einigen Jahrmarktleuten ein hübsches Auskommen. Sie zogen von Stadt zu Stadt und die Leute zahlten ein paar Pennies, um die Maschine sprechen zu hören. Nun kann man sich ausmalen, dass nach etwa einem Jahr jeder einmal eine gesehen hat. Deshalb wurden sie zurückgerufen. Nicht jeder schickte die Maschine zurück, aber Edisons Leute scherte das nicht, denn die Phonographen waren mittlerweile wertlos. Sie waren einfach überholt. Edison ließ seine Forschung im Bereich Tonaufnahmen für das kommende Jahrzehnt ruhen. Er konzentrierte sich darauf, was er für die nächste große technische Revolution hielt. Er hoffte, mit der ersten elektrischen Glühlampe die Konkurrenten auf die Plätze verweisen zu können. Edison begann sich für elektrisches Licht zu interessieren, weil darüber so viel berichtet wurde. Man sprach über das, was wir Bogenlicht nennen. Bogenlicht wird durch 2 Holzkohlestifte erzeugt, die mit Hilfe eines hin- und herspringenden elektrischen Funkens erhitzt werden. Das Licht war sehr hart und um die Kohlestäbchen zu erhitzen, wurde eine Voltstärke benötigt, die man für den Hausgebrauch für zu gefährlich hielt. Edison glaubte, die Lösung sei, Bogenlicht durch glühendes Licht zu ersetzen. Licht, das ein erhitzter Draht abgeben sollte, der glühte und nicht rasch abbrannte. Die Leistungsfähigkeit des Glühdrahtes hing von seiner Leitfähigkeit ab. Außerdem musste verhindert werden, dass er durch die entstehende Hitze verbrannte. Die entscheidende Frage war, welches Material am praktischsten und ökonomischsten war. In seinem Notizbuch gibt es Skizzen verschiedener Glühdrähte. Sie probierten verschiedene Materialien aus, um herauszufinden, welches sich am besten als Glühdraht eignete. Alles wurde genau festgehalten, mit Datum und Unterschrift. Also, all the notes were dated and signed. Von Juli 1878 an testete Edison mehr als 3000 verschiedene Materialien. Der Faden wurde in einem luftleeren Glaskolben eingeschlossen. In dieser sauerstofffreien Umgebung hatte der erhitzte Glühdraht eine wesentlich höhere Lebensdauer. Sehen Sie das C7 hier? Das ist eine Experimentenummer aus Edisons Labor. Sie stammt von einem von Edisons Angestellten, der ein paar aufgehoben hat. Sie stellten eine ganze Anzahl davon auf einen großen Tisch und ließen alle brennen. Und als eine nach der anderen aufhörte zu leuchten, brachen sie vorsichtig das Glas ab und nahmen den Glühfaden heraus und legten ihn unter ein Mikroskop, um herauszufinden, warum er durchgebrannt war. Diese Lampe entspricht derjenigen, die Edison am 31. Dezember 1879 der Öffentlichkeit vorstellte. Die Birne besteht aus Glas und innen befindet sich ein hufeisenförmiger Glühfaden. Die allerersten bestanden aus verkohlter Baumwolle. Edison hatte seine Glühbirne entwickelt. Doch ohne entsprechende Infrastruktur war sie weitgehend nutzlos. Ihm wurde klar, um den Vorsprung im Wettbewerb um das Licht zu behalten, konnte seine Glühlampe nur die erste einer ganzen Reihe von Erfindungen sein.
Fassungen, Schalter, Kabel, Stromzähler und Generatoren mussten erfunden und zu einem funktionierenden System ausgebaut werden, damit er sein nächstes Ziel erreichen konnte: Amerika beleuchten. Las Vegas, Nevada. Eine Oase des Lichtes in der nächtlichen Wüste. In einer einzigen Straße in der Freeman Street brennen an einem künstlichen Himmelsgewölbe 16 Millionen Glühlampen. Ein Lichtermeer, das der Nacht ihre quirlige Atmosphäre von Lebendigkeit und Unterhaltung gibt. Tausende Kilometer entfernt strahlt der New Yorker Times Square in einem Glanz, der jährlich 300 Megawatt verschlingt. Eine Menge, die 300.000 Einfamilienhäuser mit Strom versorgen könnte. 1879 sah die Nacht noch ganz anders aus. Las Vegas war ein unbebauter Flecken in der Wüste. Und der Times Square war nur dürftig mit Gaslampen erleuchtet. Die übliche Form der Beleuchtung waren Gaslampen. Gaslicht war heiß, es entstanden giftige Dämpfe, es konnte sehr gefährlich sein. Thomas Edison, der berühmte Erfinder des Phonographen, war entschlossen, aus dem Wettlauf um das erste funktionierende Stromnetz als Sieger hervorzugehen. 1877 brachte Edison die Welt erneut zum Staunen, als er ankündigte, die Elektrizität so weit zu beherrschen, dass er nun plane, einen ganzen New Yorker Stadtteil innerhalb weniger Monate mit Licht zu versorgen. Diese Aussage hatte vielerlei Hintergründe. Zum einen wollte er Wettbewerber verschrecken. Wenn die Leute dachten, er habe das Problem bereits gelöst, würden sie vielleicht gar nicht ins Rennen gehen. Außerdem möchte er seine Angestellten motivieren. Er hat ein Ziel gesteckt. In Wirklichkeit ist Edison von der Erfindung eines umfassenden, praktikablen Beleuchtungssystems weit entfernt. Dies ist ein Nachbau der Maschinenhalle, die Thomas Edison 1878-79 in Menlo Park gebaut hat. Sie ersetzte die frühere, kleinere Halle, die in das Labor integriert war. Von hier sollten die Generatoren betrieben werden, die, wie ihm klar war, der nächste Schritt sein müssten, um ein funktionierendes System zu schaffen. Dampfkraft, die über Wellen und Transmissionsriemen in mechanische Energie umgewandelt wird, treibt eine Spule an, die in einem Magnetfeld gedreht wird. Dadurch entsteht eine elektrische Spannung, die ein Stromabnehmer aufnimmt. Zur Jahresmitte 1879 konnte Edison einigen Erfolg verzeichnen. Doch die meisten etablierten Wissenschaftler blieben skeptisch, ob er sein Ziel erreichen würde. Edison verausgabte sich völlig. Er arbeitete rund um die Uhr, unterbrochen nur von seltenen kurzen Schlafpausen in seinem Labor. Eine Besonderheit an Edison war seine unglaubliche Leistungsfähigkeit. Er brauchte wenig Schlaf. Er machte tagsüber hin und wieder ein Nickerchen. Dieser fast traumversunkene Zustand, in dem er über Probleme nachdachte, schien bei ihm oft besonders fruchtbar zu sein. In der Hoffnung, die Kritiker zum Schweigen zu bringen und seine Geldgeber bei der Stange zu halten, gab Edison bekannt, sein neues Gleichstromnetz am Neujahrsabend 1879 in Menlo Park öffentlich in Betrieb zu nehmen. Ein denkwürdiger Moment. Die Menschen strömten massenhaft nach Menlo Park, um dieses Märchen zu erleben. Man muss sich das mal vorstellen. Die Laborgebäude und Wohnhäuser erstrahlten in diesem warmen Licht und die Straßen waren beleuchtet. Alles strahlte und die Menschen strömten von der Bahnstation durch den Schnee. Die Presse nannte Edison den größten Erfinder aller Zeiten. Doch was war mit seinem Versprechen, einen ganzen Bezirk in New York mit Licht zu versorgen? Er musste ein ganzes Stromnetz erfinden. Sicherungen, Verteiler, Fassungen, Schalter, Stromzähler. Wie misst man Elektrizität? Das war ein ganz neues Gebiet. Edison entschied sich, sein kommerzielles Stromnetz in einem etwa 1,5 Quadratkilometer großen Gebiet in Manhattan aufzubauen. Nicht ganz zufällig lag es rund um die Pearl Street, wo viele von Edisons wichtigsten Wall Street-Investoren angesiedelt waren. 2 Jahre lang ließ Edison Straßen aufreißen und kilometerlange Stromkabel verlegen, die zu einem Kraftwerk führten. Seine 6 optimierten Riesengeneratoren konnten jeweils 150 PS Leistung erzielen, ein Rekord für die damalige Zeit. Aus heutiger Sicht entspricht die Leistungsfähigkeit des Kraftwerkes in der Pearl Street etwa 4 Sportwagen.
Am 4. September 1882 legte Edison einen Schalter um und rund um die Pearl Street erstrahlten fast 1000 Glühlampen. Edison kommentierte seinen Erfolg nüchtern. Er habe gehalten, was er versprochen habe. Zwei Jahre später leuchteten auf 500 angeschlossenen Grundstücken 11.272 elektrische Lampen. Das ganze Land brannte darauf, elektrifiziert zu werden. Doch im Moment seines größten öffentlichen Erfolges erlebte Edison privat eine Tragödie. Seine junge Frau Mary starb. Seine erste Frau starb früh. Sie war noch sehr jung. Sie ließ die kleinen Kinder zurück. Edison heiratete einige Jahre später erneut. Und diese neue junge Frau sollte die Mutterrolle übernehmen. Im Alter von 39 Jahren heiratete Edison die 20-jährige Myna Miller, eine wohlhabende, gebildete junge Frau, die weit besser damit zurechtkam, die Ehefrau des weltweit größten Erfinders zu sein. Das Paar bekam noch drei gemeinsame Kinder. In dieser Zeit verlegte Edison sein Labor zudem vom kleinen Menlo Park in einen 10-mal so großen Gebäudekomplex in West Orange in New Jersey. Auch das Ziel, das er sich gesteckt hatte, wurde immer größer. Er wollte ganz Amerika mit Strom versorgen. Doch sein Gleichstromsystem hatte durch das Wechselstromsystem von George Westinghouse ernstzunehmende Konkurrenz bekommen. Der Drei-Schluchten-Staudamm am Yangtze in Zentralchina. Zum Ende dieses Jahrzehnts wird hier das größte Kraftwerk der Welt in Betrieb sein. Insgesamt 26 Supergeneratoren werden ans Netz gehen. Jeder mit einer Nennleistung von 700 Megawattstunden. Jedes Jahr sollen in diesem Kraftwerk insgesamt 84,7 Milliarden Kilowattstunden produziert werden. Im Jahr 1882 eine unvorstellbare und nicht beherrschbare Größenordnung. Thomas Edison, der gerade den öffentlichen Triumph genossen hatte, ein 1,5 Quadratkilometer großes Gebiet in Manhattan zu erleuchten, erzeugte den Strom dafür mit 6 Generatoren. Mit Maschinen von der Größe etwa eines Pferdewagens wollte Edison bald ganz New York mit seinem Strom versorgen. Doch das wollte auch sein Konkurrent, der Industrielle George Westinghouse, und er war der Meinung, über das bessere System zu verfügen. Die Städte breiteten sich aus und man stellte fest, dass ein kleines zentrales Kraftwerk in der Stadtmitte ungeeignet sein könnte. Also suchte man ein neues Konzept. George Westinghouse, der die Druckluftbremse für Eisenbahnen erfunden hatte, interessierte sich für diese neue Technik und begann ein Wechselstromnetz aufzubauen. Wechselstrom ändert seine Fließrichtung und seine Stärke in einem regelmäßigen Takt. Dieser Kreislauf wird beständig wiederholt. Mit Transformatoren kann die Voltstärke erhöht und wieder abgesenkt werden. Damit kann er mit nur geringen Verlusten über weite Entfernungen übertragen werden. Edison und andere Wissenschaftler lehnten Wechselstrom vehement ab. Sie hielten ihn für viel zu gefährlich. Sie hatten tatsächlich recht. Die hohe Spannung macht Wechselstrom gefährlicher als Gleichstrom, sogar bei gleicher Stromstärke. Sie experimentierten damit. Edisons Assistenten holten sich versehentlich Stromschläge an einem Gleichstromnetz mit hoher Spannung. Sie bekamen einen ganz schönen Schlag, aber sie waren unverletzt und am Leben. Wäre das Gleiche mit Wechselstrom passiert, wären sie vermutlich umgekommen. 1895. Westinghouse nutzte die Wasserkraft der Niagarafälle, um seinen leistungsstarken Strom zu erzeugen. Und es war nicht mehr von der Hand zu weisen, dass dem Wechselstrom die Zukunft gehörte. Ein einziger von Westinghouses Generatoren war in der Lage, so viel Energie zu erzeugen wie Edisons gesamtes Stromnetz im Bereich der Pearl Street. Jetzt konnten nicht mehr nur einzelne Stadtviertel, sondern ganze Städte und Regionen mit Strom versorgt werden. Doch Wechselstrom zeichnete noch etwas aus, etwas deutlich Makabres. Er war der Strom, mit dem der elektrische Stuhl betrieben wurde. Nicht Westinghouse hatte diesen Stuhl konstruiert, sondern Edison.
Diese Hinrichtungsmethode wurde 1888 eingeführt und Edison setzte sich massiv dafür ein, dass dafür Wechselstrom verwendet wurde. Er hoffte, dies würde die Verbraucher abschrecken, einen solchen Strom zu benutzen. Der elektrische Stuhl sollte, so sein Plan, mit Wechselstrom betrieben werden. Damit würde sich die Frage stellen, ob man diesen tödlichen Strom zu Hause haben wollte. Edisons Leute nahmen einen Westinghouse-Generator und brachten ihn ins New Yorker Staatsgefängnis. Dort wartete ein armer Mann namens Kemmler auf seine Hinrichtung. Der Schalter wurde umgelegt und es sah aus, als wäre er tot. Doch das war er nicht. Er lebte noch. Sie hatten es völlig vermasselt. Die Presse nahm Edisons Kampagne willig auf und stellte Wechselstrom als Todeswerkzeug dar, als zu gefährlich für amerikanische Haushalte. Die Öffentlichkeit ließ sich jedoch nicht beeindrucken und hielt aus praktischen Gründen am leistungsstärkeren Wechselstrom fest. Tatsächlich wurde er rasch landesweit zum Standard. Edison lehnte Wechselstrom immer ab. Mir ist keine einzige Aussage von ihm bekannt, in der er seine Überlegenheit anerkennt. Andererseits investierte die Firma, die er nach seinem Rückzug aus dem Management seiner Gesellschaft gründete, in Wechselstrom. In der Zeit, in der Edison den Stromkrieg verlor, widmete er sich zugleich zahlreichen neuen Erfindungen, die uns in unserem heutigen Alltag selbstverständlich erscheinen. Eine davon war der Elektromotor. Dieser elektrische Motor wurde als Ventilator verkauft. Wenn man genauer darüber nachdenkt, stellt man fest, dass das ein bemerkenswertes Gerät ist. In dem schwülen Klima an der Ostküste, im Mittleren Westen und in den Südstaaten verändert ein Ventilator das ganze Leben. Noch bedeutender jedoch war, dass Edison sich wieder seinem Lieblingskind zuwandte, dem Phonographen. 10 Jahre lang hatte er sich nicht mehr darum gekümmert. Sein Patent war abgelaufen und andere hatten es weiterentwickelt und die Staniolfolie durch einen Wachszylinder ersetzt. Angetrieben von seinem Ehrgeiz gründete Edison die Edison Phonograph Corporation, um verbesserte Versionen seines Phonographen auf den Markt zu bringen. Diese um die Jahrhundertwende hergestellten Geräte waren um Klassen besser als Edisons erstes Modell. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, gingen mehrere Unternehmen dazu über, diese Phonographen zu verleihen. Man installierte sie in Gasthäusern und Einkaufspassagen. Dort wurden manchmal eine Reihe von 5 oder 6 oder 10 oder 12 solcher Münzeinwurfgeräte aufgestellt. Das Gerät funktioniert mit Batteriebetrieb. Rein elektrisch. Der Penny fällt und betätigt damit den Schalter für den batteriebetriebenen Mechanismus. Die Aufnahme wird abgespielt. Der Zuhörer konnte sich ein paar Kopfhörer nehmen und der Aufnahme 2 Minuten lang lauschen. Edison, der Geschäftsmann, hatte eine weitere Idee für einen gewinnbringenden Einsatz seines Phonographen. Sprechpuppen sind heutzutage vielleicht üblich, doch als Edison seinen Prototyp auf den Markt brachte, waren die Menschen mehr als verblüfft. Das ist meine Freundin, die Edison-Puppe. Ein interessantes Objekt, denn in der Puppe war dieser kleine Motor. Diese Kurbel ragte hinten heraus und man drehte den Motor damit. Und dann ertönte dieser kleine Lautsprecher. Der Körper war aus dünnem Material und hatte kleine Löcher. Die Platten sind heute seltener als die Puppen, denn es sind nur sehr kleine, furchtbar empfindliche Wachsplatten. Wenn ein Kind die Puppe fallen ließ, zerbrach die Platte. Die Sprechpuppe war wirtschaftlich kein Erfolg und nach einigen Jahren wurde Edison geraten, sie vom Markt zu nehmen. Gerüchteweise sind all die überschüssigen Puppen in einer Grube in West Orange bei den Edison-Laboren vergraben worden und liegen dort seit mehr als 100 Jahren. Thomas Edisons neuerliche Beschäftigung mit Tonaufnahmen brachte ihn zum Grübeln über eine neue Technologie. Edison dachte sich, er könne etwas erfinden, was für die Augen das ist, was der Phonograph für die Ohren ist.
Mit 41 Jahren, also in einem Alter, in dem sich so mancher erfolgreiche Mann bereits auf seinen Lorbeeren ausruht, plante Edison eine neue Revolution. Bewegte Bilder. Wäre Thomas Edison heute am Leben, würde ihn ein Besuch in einem IMAX-Kino zweifellos faszinieren. Er würde sich einer Leinwand von der Größe eines fünfstöckigen Gebäudes gegenübersehen, einen Projektor erleben, größer als ein Kühlschrank, und Filmspulen von der Größe eines Esstisches. Dies ist eine Platte mit einem Film von etwa 70 Minuten Länge. Diese Filmplatten können zwischen 500 und 600 Pfund wiegen. Das Projektionssystem basiert auf der Rolling Loop genannten Technologie. Diese nutzen wir schon immer. So beeindruckend der neueste Stand der Filmtechnik auch ist, die Grundkomponenten sind noch immer die von vor mehr als 100 Jahren, als Edison das Kinetoskop entwickelte. Eine Lichtquelle und eine Vorgängerversion der Rolling Loop-Technologie schufen die Illusion sich bewegender Bilder. Die Idee hierzu war alles andere als aus der Luft gegriffen. Im Jahr 1888 war Edison dem Werk des Naturwissenschaftlers und Fotografen Edward Maybridge begegnet. Er war fasziniert von dessen Aufnahmen, in denen er die Bewegung eines laufenden Pferdes festhielt. Aufgenommen per Fernauslöser mit mehreren feststehenden Kameras. Das Ergebnis war eine Serie fortlaufender Bilder. Die erste fotografische Illusion von Bewegung. Gemeinsam mit seinem Kollegen William Kennedy Laurie Dixon entwickelte Edison sein Kinetoskop, eine batteriebetriebene Gucklochmaschine, die in ganz Amerika zur Attraktion in Vergnügungseinrichtungen wurde. Das ist ein Edison-Kinetoskop. Auf diese Art machte er mit bewegten Bildern sein Geschäft. Es funktioniert mit einem 35mm Film. Edison erfand den 35mm Film, der auch heute noch verwendet wird. Der Film läuft über diese Spule. Wenn man jetzt hier herunterschaut, kann man ihn sehen. Während jedes einzelne Bild die Linse passiert, gibt der Verschluss einen fast unmerklichen kleinen Blitz ab, sodass das Bild wie eingefroren scheint. Das Auge nimmt 24 solcher Standbilder pro Sekunde auf. Damit entsteht im Gehirn der Eindruck von fortlaufender Bewegung. Einen weiteren Beitrag zum Kino leistete Edison mit dem ersten Filmstudio. Das weltweit erste Studio wurde in meinem Labor in West Orange eingerichtet. Das Gebäude war drehbar, damit es nach der Sonne ausgerichtet werden konnte. Wir tauften es Black Mariah, weil es innen und außen mit schwarzem Papier verkleidet war. Die Ausrichtung nach dem Sonnenstand ermöglichte Edison sehr scharfe Aufnahmen vor einem schwarzen Hintergrund. Die Studiobühne war gerade mal gut einen Quadratmeter groß. Doch es reichte aus, um Alltagsbetätigungen wie einen Kuss oder das Niesen auf Film zu bannen. Kurze, einfache Bewegungsstudien, die die ersten Zuschauer in ihren Bann zogen. Edison drehte sogar einen Boxkampf in der Black Mariah. Jede Runde wurde in einem anderen Kinetoskop gezeigt. Wollte der Zuschauer den ganzen Kampf sehen, brauchte er Taschen voller Nickelmünzen. In gewisser Hinsicht geht die Ehre, Pay-per-View eingeführt zu haben, an Edison. Man konnte zum ersten Mal Boxkämpfe als Film sehen. Edisons größtes kinematografisches Vermächtnis sind vielleicht die Aufnahmen, die er außerhalb des Studios drehte. Als er älter wurde, nahm er die Kamera leidenschaftlich gerne an ungewöhnliche Orte mit. Er hielt die Welt fest, wie sie war, zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort. Edison nahm die Kamera zu sehr vielen interessanten Orten mit. Er liebte das Filmen. Er war davon überzeugt, dies könne die Gegenwart festhalten. Viele Wochenschauaufnahmen stammten von ihm oder seinen Angestellten. Diese dokumentarischen Aufnahmen interessierten Edison weit mehr als das gerade entstehende kommerzielle Kino, das immer mehr dazu überging, Geschichten zu erzählen, die in Filmtheatern auf die Leinwand projiziert wurden. In dem anbrechenden 20. Jahrhundert hörte Edison nicht auf, die Welt mit seinen innovativen Entwürfen zu verändern. Manche waren ihrer Zeit so weit voraus, dass sie heute erst wiederentdeckt werden müssen.
Edison suchte nach einem neuen Betätigungsfeld und es zeichnete sich ab, dass Automobile eine aufregende neue Technologie waren. Es gab Verbrennungsmotoren und Dampfmotoren. Und es gab Leute, die dachten an Elektrizität. Also bauten sie für Autos wie dieses Batterien. Und Edison beteiligte sich an dem Projekt. Und was 100 Jahre später aus der Vision von Thomas Edison geworden ist, entspricht seinem Entwurf von Batterien für Elektroantrieb. Ladestationen werden nun genutzt, um Motorfahrzeuge anzutreiben. In vielerlei Hinsicht sieht es unter der Haube wie ein normales Fahrzeug aus. Doch statt einem Kolbenmotor, einem Verbrennungsmotor, ist hier ein elektronisches Modul eingebaut. Die Batterien befinden sich auf der Unterseite des Fahrzeugs. Wenn der Fahrer das Gaspedal drückt, fließt elektrischer Strom von der Batterie zu einer Antriebswelle. An den Universitäten in ganz Amerika inspiriert Thomas Edison neue Generationen von Erfindern, die sich mit den Problemen der Gegenwart befassen. Heutzutage gibt es zusätzlich zum Wechselstrom, der von einem zentralen Kraftwerk erzeugt wird, die Möglichkeit, ortsnah Energie zu gewinnen. Man nennt es dezentrale Erzeugung. Die Generatoren, die hierbei Anwendung finden, produzieren Gleichstrom, nicht Wechselstrom. In diesem Gebäude der Universität von Kalifornien in Irvine ist ein computergesteuertes Gerät der Energiemanager. Wenn verfügbar, wählt er zunächst Solarstrom. Wenn nicht, weicht er auf den Wechselstrom des örtlichen Energieversorgers aus. Die Sonnenenergie kann zudem gespeichert und in Gleichstrom umgewandelt werden, was für den Betrieb von Gleichstromgeräten wie Computern oder Lampen am effizientesten ist. Denn wenn Wechselstrom erst umgewandelt werden muss, geht Energie verloren. Unsere Leuchtröhren zum Beispiel funktionieren mit Gleichstrom und sind weniger effizient mit Wechselstrom. Indem wir Gleichstrom verwenden, wie Edison es sich vorgestellt hat, können wir diese Geräte viel effizienter nutzen. Das ist nur ein Beispiel, welchen Einsatzbereich es auch zukünftig für Gleichstrom in Gebäuden gibt. Thomas Alva Edison received the highest honor his country can bestow. 1928 wurde Thomas Edison für seinen herausragenden Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen in Amerika die Ehrenmedaille des Kongresses verliehen. Es ist die höchste zivile Auszeichnung in den Vereinigten Staaten. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Maschinenzeitalter positive Auswirkungen auf das Leben der Arbeiter haben wird. Doch es ist unmöglich vorherzusagen, wie Elektrizität und Erfindungen die Welt in 100 Jahren verändert haben werden. Edison starb 1931 im Alter von 84 Jahren. Am Tag seiner Beerdigung wurden ihm zu Ehren im ganzen Land die Glühlampen für eine Minute ausgeschaltet. Ob Licht, Ton oder Strom, sein Vermächtnis ist noch heute allgegenwärtig und wird es auch in Zukunft sein.